Guten Tag. Ja, endlich war mal wieder schönes Wetter. Und ich hatte Zeit, heute Morgen rauszugehen und konnte so diese Aufnahmen machen. Dieser kapitale Hirsch hat sich nochmal gezeigt, aber da hat leider meine Kamera gestreikt oder ich habe sie falsch bedient. Zweiteres wird wohl gewesen sein. Jedenfalls, ich hätte es so schön nochmal filmen können. Ärgerlich. Aber Sie, glaube ich, konnten ganz gut sehen, was auf dieser Freifläche los war. Es war gute Brunft. Und so konnten die Jäger einen schönen Morgen genießen. Alle haben Hirsche gehört. Gestern Abend war auch gutes Wetter und es wurden Hirsche erlegt. Die will ich Ihnen jetzt gleich im Anschluss zeigen. Und nun hoffen wir, dass ein bisschen besser das Wetter bleibt. Aber leider ist es schon zugezogen. Ich gehe davon aus, dass mal wieder Regen kommt. Wir werden sehen. Ich berichte weiter davon. Bis dahin, Weidmannsheil. Es ist ein großes Vergnügen, wieder einmal in der Oberförsterei Chavobo zu sein, den Herbstgeruch in den schönen Wäldern zu spüren, zu pirschen, zu schauen, zu hören. Und wenn man dann noch Jagdglück hat, ist die Welt perfekt. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, an die Förster der Oberförsterei. Vielen Dank für die wieder tolle Beherbergung in der Pension Hubertus, wo das Essen schmeckt, wo die Betten schön sind, wo alle freundlich und vorausschauend uns verwöhnen. Und eine schöne Zeit für alle und einen schönen Dank an das Jagdbüro Kahle und an Herrn Jörg Eberitsch, an den Weidgenossen Eberitsch insbesondere.